Angst ist einer der protestantischen Prunkbegriffe, aber er ist manchmal auch für die Soziologie zu gebrauchen. Die Soziologie beschäftigt sich normalerweise nicht mit Angst. Sie weiß nur, dass es so etwas wie Angst in der Gesellschaft gibt und manchmal benutzt sie den Begriff oder vielleicht sogar nur die Metapher als eine Suchmetapher, um Probleme ausfindig zu machen. Ich glaube, dass Angst mehr ist als nur eine Suchmetapher, sondern auch eine Formel, die unsere gegenwärtige Situation relativ gut charakterisiert. Alle westlichen Gesellschaften kommen in der Nachkriegszeit aus einer Gesellschaft der Versprechen. Aufstieg durch Bildung ist eines der großen Versprechen für die europäischen Gesellschaften gewesen. Da glaubt eigentlich heute kaum mehr jemand dran, insbesondere von der jungen Generation, obwohl sie eigentlich ziemlich gute Perspektiven haben. Es hat noch nie eine Generation in der Nachkriegszeit gegeben, die so günstig in ihre Zukunft gucken konnte, wie die jetzt 20- bis 25-Jährigen. Vielleicht die 68er-Generation in einer ähnlichen Weise nach dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings glauben sie das nicht. Das ist sehr merkwürdig. Denn eigentlich stehen ihnen die Türen offen, und zwar ganz einfach, weil es so wenige sind und wir eine relativ hohe Stellenverfügbarkeit in der deutschen Gesellschaft haben. Und warum glauben sie das nicht? Weil sie wissen, dass beispielsweise ein Bildungszertifikat noch gar nicht so viel darüber aussagt, an welche soziale Position man eigentlich gelangt. Es sind viele andere Bedingungen notwendig, die berühmten Soft Competences. Man hat den Eindruck, es sind Beziehungen wichtig. Und manchen dämmert auch, dass eine Partnerschaft relativ wichtig ist, um sozial aufzusteigen und eine gute Position zu gewinnen. Das alles sind Dinge, für die man kein Zertifikat auf der Universität bekommt. Das Interessante ist jetzt, das war früher auch schon immer so, jetzt haben aber die jungen Leute ein Bewusstsein davon, dass andere Dinge zählen, die einen unklaren Charakter haben. Und das macht Angst. Angst macht, dass im Leben offenbar ziemlich schnell alles auf dem Spiele steht, wo man hinzieht, wo man seinen Lebensmittelpunkt dann weiter hinlegt, welchen Partner man nimmt, wie man die Vorstellung einer gelungenen Familie mit seinem Partner ausmacht und auch, wie man eigentlich sich inszeniert, ob man einer derjenigen ist, der mit den modernen Performanzen zurechtkommt, ironisch ist, locker ist oder zu steif, zu stark, zu aufstiegsbestrebt und dann sehr schnell bei denen landet, die irgendwie nicht so richtig auf der sonnigen Seite der Straße stehen. Das ist alles eine Kulisse der Angst, die gar nichts damit zu tun haben, dass es keine guten Gelegenheiten gäbe, sondern mit der Vorstellung zu tun hat, dass wir in einer Gesellschaft von vielen kleinen Drohungen leben. Und einer der berühmtesten Drohungsbegriffen ist das lebenslange Lernen, das einem sagt, du musst dein ganzes Leben lang lernen, sonst kommst du nicht voran oder sonst bist du schnell bei dem alten Eisen. Oder die letzte Kompetenz, die man im Leben erwerben muss, ist die Kompetenz zu sterben. Frau Kübler-Ross hat uns gezeigt, wie man richtig stirbt. Und wenn Sie nicht richtig sterben können, werden Sie auch nicht mal mehr in einem Hospiz genommen. Damit erfüllt sich die Angst der Gegenwartsgesellschaft als ein rieselndes Gefühl im Hintergrund, das einen vor die Frage stellt, was für ein Mensch will ich eigentlich sein?